Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Sie sind zwar schon ein paar Tage auf dem Markt, aber ich wollte euch trotzdem noch ein Review zu den zwei neuen Aquamenta-Sorten bringen. Heute fangen wir an mit dem Plum von Aquamenta, einem ganz besonderen neuen Tabak. Bevor das Review losgeht, würde ich sagen, wie immer, erst einmal Kopfbau angucken. Wir schauen mal, wie Schnitt und Feuchtigkeit sind und wie ich das Ganze in dem Oblaco Mono M Black gebaut habe. So, kommen wir zum Kopfbau vom Plum Mix von Aquamenta. Und ihr seht hier im Hintergrund so ein kleines bisschen schon die Dose. Die ist verdächtig leer. Also ihr seht schon, ich habe den schon sehr gut geraucht. Auch meine Freundin hat sich da sehr gerne das ein oder andere Köpfchen gebaut. Ihr könnt ja schon so ein kleines bisschen erahnen, wie dann wahrscheinlich das Review ausfallen wird, wenn wir den freudig und viel geraucht haben. Und das wird wahrscheinlich auch hier mein letztes Köpfchen aus dem Döschen sein. Einmal mischen ist vielleicht noch drin, aber ich glaube, noch ein pures Köpfchen kriege ich da auf jeden Fall nicht raus. Leider. Das sollte so reichen an der Tabakmenge. Wie immer in den Reviews baue ich ein relativ locker, fluffig gebautes, angenehmes Noppenkontakt-Setup. So teste ich eigentlich immer am liebsten Tabak. So performt er meiner Meinung nach immer am, wie soll man sagen, am authentischsten. Oder ich würde einfach sagen, ich finde, Tabak lässt sich am besten testen vom Geschmack, vom Rauch, von allem drum und dran, von der Langlebigkeit, von der Hitzebeständnis und so weiter. Finde ich, lässt sich das immer am besten testen, wenn man das mit einem angenehmen, fluffigen Noppenkontakt macht, statt jetzt direkt All-In zu gehen und ein schönes, dickes Overpack zu bauen. Ich persönlich rauche meistens mit mehr Kontakt, aber ich finde es für ein Review deutlich angenehmer so. Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben oder auch Grüße an alle anderen Tabak-Reviewer, also die Reviews zu Tabaksorten rausbringen. Wie handhabt ihr das? Macht ihr das auch so? Ich finde einfach, das funktioniert so am besten. Und da ich mich dann einfach festgelegt habe, dass ich jeden Tabak einfach so teste, dass ich ihn mit einem locker, fluffigen, angenehmen Noppenkontakt teste, kann ich halt auch alle immer ganz gut vergleichen. Ne? So, Kopfbau ist soweit eigentlich schon fast fertig. Wir gehen noch einmal ein kleines bisschen über den Rand und machen den ein bisschen frei. Das ist jetzt schon, also auf jeden Fall ein sportliches Noppenkontakt. Ne? Das ist jetzt schon gar nicht mehr so, kein Larifari-Noppenkontakt, sag ich mal. Das ist schon ein gutes Noppenkontakt-Setup. Aber so würde ich das Köpfchen lassen und ich würde sagen, wir schmeißen das mal an. Natürlich passend zum schwarzen Oblaco Mono M auch einen schwarzen Kalaut 1 Plus Niris obendrauf. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie er ist im Review. Schnitt, Kopfbau und Feuchtigkeit habt ihr jetzt gesehen. Es ist der typische Aquamenta-Schnitt. Er könnte ein klein bisschen feiner sein, meiner Meinung nach. Aber es stört mich noch nicht so sehr, dass ich selbst einfach mit der Schere rangehe. Weil ihr wisst ja, Leute, zu grober Tabak ist eigentlich nie ein Problem. Einfach mit der Schere ein bisschen rangehen, das Ganze nachschneiden, bis es ungefähr so den Schnitt hat, wie das für euch in Ordnung ist. Und dann einfach den Rest der Dose genießen. Feuchtigkeit ist absolut on point. Tabak ist schön feucht, nicht zu feucht. Keine überschüssige Molasse in der Dose. Also genau so, wie wir das haben wollen. Noch kurz zu meinem Setup. Ich rauche die Mose Breeze 2. Tatsächlich nicht mit dem Mose-Mundstück, weil das gerade an einer anderen Pfeife hängt. Ich habe das Viroforged Carbon Black Mundstück mit dabei. Als Kopf, wie gesagt, den Oblaco Mono M drauf. In Black, deswegen natürlich auch den 1 Plus Niris von Kalaut oben drauf. Und gerade sind drei C26 Kohlen drinne, beziehungsweise zwei drinne und eine noch auf Kipp. Und einfach, weil wir können und weil es geil ist, machen wir einmal den Blower von der Breeze 2 über den Teller, würde ich sagen. Sieht halt einfach geil aus. Ja, aber kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema und zwar dem Plum von Aquamenta. Wie gesagt, eine der zwei neuen Sorten, die rausgekommen sind. Die andere Sorte ist Mangostin, soll die Frucht Mangostan sein, eine exotische Frucht. Aber dazu kommt natürlich auch nochmal ein Video oder ist vielleicht schon online, je nachdem, welches zuerst kommt. Ich weiß es nicht. Ihr habt schon gesehen im Koffer, die Dose ist leer. Ich habe den Tabak wirklich weggesuchtet. Es ist ein unglaublich guter Tabak geworden, so viel vorneweg, weil, also bei Pflaume habe ich erstmal gedacht, so, ob das was wird, ich weiß es nicht. Pflaume hätte ich als sehr, sehr, sehr schwierigen Flavor eingeschätzt, aber der hier macht einige Sachen genau richtig, wie das für einen Pflaume-Tabak sein muss und deswegen ist er so gut, wie er ist, aber wir riechen erstmal dran und gucken mal, ob es nach Pflaume riecht. Also,
Man hat auf jeden Fall eine Pflaume am Start. Ja, es hat eine ganz leichte kühle Note übrigens. Aquamenta 2.0, wieder ohne Anfeuchten und ganz wichtig auch wieder schön mit Sticker vorne auf der Dose. So muss das sein. Keine Shots extra kaufen, nichts extra anfeuchten, kein Warten, bis das ready ist. Dose aufmachen, Zipper reinfüllen oder im Zipper lassen. Pass auf bei den Aquamenta-Dosen, wenn ihr die unten ankratzt, dann geht diese Versiegelung weg und dann kann das Ganze so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Rost ist, aber auf jeden Fall verfärbt sich das dann. Finde ich nicht so nice, deswegen entweder mal ganz vorsichtig umrühren, sodass man die Dose nicht zerkratzt oder das Ganze einfach im Zipper lassen. Ihr seht, ich habe es in der Dose einfach. Ich passe einfach auf, dass ich nicht den Boden zu krass zerkratze und dann passt das Ganze. Also bei mir hat sich jetzt nichts verfärbt über die Dauer, wo der Tabak da drinnen lag. Das geht. Wie gesagt, die Dose ist leer. Ich habe den sehr, sehr viel geraucht. Es riecht auf jeden Fall nach Pflaume. Surprise. Aber wie könnte man die Pflaume noch anders beschreiben? Ich finde, die Pflaume, die teilt sich so in zwei Parts auf. Auf der einen Seite ist es eine sehr würzige Pflaume, die fast daran erinnert, als wären da noch so ein paar Gewürze mit untergemischt. Aber ganz, ganz dezent. Auf der anderen Seite ist es eine sehr fruchtige Pflaume, die so wirklich an das schöne Fruchtfleisch von der frischen Pflaume erinnert. Und in Kombination ist es eine Pflaume, wie man sie von sonst, also wie man sie eigentlich nicht kennt. Sie erinnert an keine typische Pflaume, wie man sie essen kann oder eine Pflaume, wie sie in Kompott ist oder eine Pflaume, wie sie auf Kuchen oder irgendwelchen Gerichten ist. Also es ist schon was sehr Eigenes. Ich habe mir vorher das Video von Schmitty angeguckt und auch Schmitty war so, ja, das ist eine Pflaume, Bruder, ne? Mehr kann ich nie sagen. Vielleicht kann ich es euch mit diesen zwei Nuancen, dieser Mischung aus einer fruchtigen Fruchtfleisch-Pflaume und diesen würzigen Noten, dieser würzigen Pflaume, wie man sie vielleicht aus eingemachten Pflaumen kennt, die noch mit irgendwas gewürzt wurden, also irgendwelche Gewürze mit dran, so Richtung Nelke und sowas. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob man das aufmachen soll. Klar, da ist definitiv noch eine Nelkenote mit drin, ne? Ich kann euch nicht beschreiben, was es genau ist. Auf jeden Fall hat die eine Seite halt diesen winterlich würzigen Touch und die andere Seite hat diesen fruchtigen Touch. Und zusammen ist es einfach geil. Es ist einfach gut. Vom Geruch. Die Frage ist, ist das im Geschmack genauso? Bevor wir zum Geschmack kommen, kommen wir aber noch kurz zu der Rauchentwicklung. Wie ihr seht, Rauch 1A. Genau wie wir das wollen, genau wie wir das erwarten und genau das kriegen wir auch. Also da kein Grund zur Beschwerde. Wie ist der Aquamenta Pflaume bzw. der Aquamenta Plum jetzt im Geschmack? Ich nehme nochmal einen Zug. Wir konzentrieren uns nochmal ganz besonders auf den Geschmack. Normal ist es ja in Reviews immer so, dass ich dann sage so, ja, ist nicht ganz so wie im Geruch, aber ist schon nah dran. Aber bei dem Pflaume muss ich sagen, klar, ein klein bisschen weniger intensiv ist der Geschmack schon im Gegensatz zum Geruch. Aber man hat auf jeden Fall wieder genau diese zwei Noten von der Pflaume. Bin ich ja jetzt schon oft genug drauf eingegangen. Diese würzige Seite, die so an ein paar winterlich-weihnachtliche Gewürze erinnert, aber ganz dezent. Und auf der anderen Seite diese klassische Fruchtfleisch-Pflaume, als würde man eine frische Pflaume gerade essen. Das Ganze dann versehen mit so einem kleinen Hauch typischer Aquamenta-Frische, aber schön dezent. Also ist definitiv kein sehr frischer Tabak, aber ist schon ein bisschen Frische mit am Start. Es ist ein sehr, sehr guter Tabak geworden. Ich habe höchsten Respekt davor, Pflaume so gut umzusetzen. Und man muss einfach mal festhalten, bei den ganzen neuen Aquamenta-Sorten war nicht eine dabei, die ich nicht gut fand. Also größten Respekt an Aquamenta, dass sie die Pflaume so gut umgesetzt haben und größten Respekt dafür, dass die ganzen letzten Sorten, die so auf den Markt gekommen sind, Sorte für Sorte wirklich gut rauchbar und schön genießbar waren. Oder besonders genießbar waren. So viel zu dem Review, zu dem Pflaume. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.